hammer den weg, den Jungen. Mehrmals Axt? Okay, dann ist die Axt das nächste. Ich mag leider die Rüstung vom Hammer überhaupt nicht. Und der Hammer an sich ist auch wack, weil der ist vom Königslutroth. Und der Königslutroth ist so wack. Obwohl, er ist nur halb wack. Ich kann im Sliden aufladen? Digga. Batz. Okay. Okay, okay, okay. Ich habe schon einen Move gesehen. Den finde ich ganz gut. Was macht man damit? Lol. Okay, was ist der Unterschied zwischen den beiden Moves? Jägernotizen, Waffensteuerung. Seidenbinder, Drehknüppel. Ein Seitenbrindeangriff, der mit einem Vorwärtsangriff durch den Halteaufladetaste durch den Angriff aufladen, bevor du ihn entfesselst und seine Wucht erhöht. Eis-Einschlagkrater. Hoch, teile den vernichtenden aussteigenden Angriff aus, der auf dem Weg nach unten mehrfach trifft. Die Anzahl der erfolgreichen Treffer und der verursachte Schaden hängt davon ab, wie viel du vor der Aktivierung auflädst. Rot, gelb, gold, lila, gold, lila, blau, weiß. Hä? Was ist der Unterschied zwischen lila und gold? Ist das quasi nochmal eine... Hä? Jetzt ist es immer lila. Hä? Kombos sind anders. Oh, lol. I see. Okay, das ist krass. Ich sehe schon, das ist quasi mehr oder weniger das Herkömmliche, ne? Dieses finde ich nice. Oh, der ballert da das raus. Okay, und was ist, wenn ich... Krass, du hast doppelt so viele Combo-Moves, die du machen kannst. So. Okay, und das kann man halten. Lol, okay, also... Durch dieses Käfergedöns ist alles noch viel komplexer geworden. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. So, Hundi, komm mal. Lass mich mal ein bisschen tragen, Digga. This one's gonna hit hard!
Alter. Den gerade Master Damage gemacht. Jawohl, wir reiten. Woo! So, wo ist das andere Monster da drüben irgendwo, ne? Bam. Erstmal eine schöne Vergiftung reinhauen. Schön Feuerball. Noch ein Feuerball. Jetzt kann ich ihn raten, lol. So, let's go. Starker Angriff jetzt. Was? X und A? Achso, Y und A oder wie? So, nein! Okay, das macht schon übel Damage. Aber jetzt würde ich gerne mal den anderen sehen. Oh, ups. Hoppala. Auf mein Leben habe ich jetzt nicht geachtet. Dachte, ich bin unbesiegbar. Capcom! Wo ist mein Heck? Hallo? Hundi? Ey, dass sich der nicht alle Knöchel bricht, der Hund. Welches Monster Hunter würde für dich das Beste? Boah. Ich glaube, das Beste ist halt immer das Neueste, aber mit das Monster Hunter, mit dem ich wahrscheinlich am meisten oder am längsten Spaß hatte, war wahrscheinlich Monster Hunter Tri. Das war so meine Monster Hunter Zeit, meine Monster Hunter Phase. Da habe ich jeden Tag Monster Hunter gespielt, ohne Ende. Digga, schon wieder fast tot, ne? I see. Das sind einfach zwei verschiedene Angriffe, ne? Ich finde das so witzig, wie die immer Scheiße labern.
Grüß dich, Euschko, und willkommen zurück vom Bundesligaspiel. Ich weiß nicht, welches Monster Hunter war für euch das Beste, Leute? Schreibt mal in den Chat. Würde mich mal interessieren, welches Monster Hunter euch am meisten, was ihr am meisten gesuchtet habt, am meisten gezockt. Wahrscheinlich werden viele World schreiben. World ist tatsächlich das Monster Hunter, was ich am wenigsten gespielt habe. Monster Hunter Ultimate. Sorry, Capcom hat meinen Account vergessen zu godmoden. What an embarrassment. Ja, ist gut, Alter. Ich meine, es ist ja schon, es reicht ja schon, dass man sich wirklich krass geschämt hat. Dafür, dass man immer stirbt und so, ne? Und jetzt sagt der Charakter halt noch, what an embarrassment. Ne, früher hast du dich so low-key geschämt. Das war so ein, keine Ahnung. Man hat nicht darüber geredet, aber jeder, der Monster Hunter spielt, weiß, dass wenn man zweimal stirbt und dann vielleicht noch ein drittes Mal oder so, dass man sich ultra geschämt hat, wenn man im Camp ankam. Und jetzt sagt der Ingame-Charakter sogar noch, dass du peinlich bist, Alter. Monster Hunter Freedom Unite. Try gezockt, aber nur Singleplayer. Und dann hat nicht so gebockt. Zu schwer und zu gegrindy. Ich fand Monster Hunter Try hatte bis dato das spaßigste große Monster. Oh, warte mal. Ich kann doch dich einfach killen. Der Yen Moran war meiner Meinung nach eins der coolsten, wenn nicht das coolste große Monster im Spiel. Was? Oh. Einfach weil der auf dem Schiff war und all das, ne? So, kann ich mit dem klettern? Was ist denn das? Was blinkt denn da immer? Zum was einsammeln oder wie? Schon wieder low life. Hold on, reloading. X und A. Wollen wir den diesmal legen oder so? Das wäre vielleicht auch mal drin, wenn ihr nicht die ganze Zeit sterben würdet. Mann.
und werde die ganze Zeit gestackert. Ist deine Lieblingswaffe? Ich habe keine wirkliche Lieblingswaffe. Ich spiele alle Waffen gerne. Natürlich habe ich Favoriten, so Großschwert, Energy Blade, boah, keine Ahnung. Gibt schon ein paar Waffen, die sich nochmal abheben. Aber das ist irgendwie in jedem Monster Hunter Spiel anders. Irgendwie. Jen Moran war so cool und zählte das unter Wasser. Ja, ich verstehe bis heute nicht, warum die Leute so rumgeweint haben wegen Unterwasserkämpfen. Die wurden ja rausgenommen aus dem Spiel. Ja, das war ja so mehr oder weniger Try-Exclusive. Und die Leute haben scheinbar so krass rumgeheult, dass die die aus dem Spiel genommen haben. Finde ich so wack. Weil der CADEUS zum Beispiel war fucking epic, mate. Aber auch Favorite, die du schon öfter spielst, aber die anderen Waffen tust du auch nicht vernachlässigen. Würde ich jetzt so nicht sagen. Also es gibt definitiv Waffen, von denen ich nicht wirklich Plan habe, so. Hunting Horn zum Beispiel bin ich krasser Anfänger. Ich meine, Hunting Horn ist jetzt nicht schwierig per se. Du machst damit Buffs und ein Hit. Zumindest war es so bis zu dem Spiel. Ich weiß nicht, die komplexeste Waffe, aber... Ach komm. Sniper-Schuss, Alter, von Dingens. Oh, Foxy, Alter. Wegen Foxy wieder. Wieder verloren wegen der.